Wer ist da? Begleitung fürs Video. So, heute möchte ich den ersten Tutorial von Lavals d'Amélie herausbringen. Lavals d'Amélie von Jan Thiersen. Das Cover ist schon heraus, ihr konntet es schon anhören, falls ihr das Lied nicht kennt. Aber ich denke, die meisten von euch haben das Lied schon gekannt. Lavals d'Amélie, das ist so ein Stück, wir denken an Montmartre, an Paris, weil es ist so verbunden mit der fabelhaften Welt von Amélie, also mit diesem Film von Jean-Pierre Jeunet. Es ist aber, Moment mal, so, die Katze wollte raus. Es ist aber nicht in Montmartre oder in Paris entstanden, sondern es kommt aus der Bretagne. Jan Thiersen kommt aus der Bretagne, das ist eine Region westlich von Frankreich am Meer, also am Atlantischen Ozean. Und er wohnt sogar seit über 15 Jahren auf einer Insel, die heißt Wesson. Also er ist sehr naturverbunden. Also Jan Thiersen ist sehr naturverbunden. Er ist selber nicht gerne in einer Stadt. Das habe ich erfahren durch mehrere Reportagen über Jan Thiersen. Übrigens, eine Reportage werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr sehen, wie der auf seiner Insel ist. Und ihr könnt schon diese Meeresluft schnuppern und diese wunderschönen Landschaften auch sehen, wo er seine Musik komponiert, also wo alles produziert wird. In diesem ersten Video möchte ich auf die schwierigste Stelle vom ganzen Stück eingehen, und zwar nur auf die linke Hand. Es ist manchmal so, dass ich gern ein Stück direkt mit dem Schwierigsten anpacke, damit, wenn es dann soweit ist, wir auch schon stark sind für die Stelle und wir sie dann auch leichter meistern können. Diese Stelle, also diese Schwierigkeit, ist eigentlich nur eine Figur, die zwei Takte lang ist. Ich spiele sie einmal vor. Das war's schon. Und diese wird dann auf verschiedene Lagen gespielt. Die erste Lage ist hier und wir fangen mit D an. Hier ist die Mitte, also unterhalb der Mitte. Wir haben lauter Achtelnoten. D, A, Quint, D, die Oktave. Jetzt kommt der dritte Finger über den Daumen auf E, F, A und jetzt alle Noten wieder zurück. F, E, D mit dem Daumen, A, D, A. Noch einmal das. D, A, D, E, F, A, F, E, D, A, D, A. Die letzte Note A kannst du mit dem zweiten Finger, so wie ich, spielen oder du nimmst den Daumen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Bei den anderen Fingersätzen würde ich da nicht so viel experimentieren. Ich würde mich daran halten. Jetzt spiele ich die drei Schläge. Wir haben hier Dreivierteltakt, also eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und nochmal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und nochmals, bis du dich wohl
auf A-Moll. Wir fangen jetzt mit A an und wir haben wirklich die gleichen Bewegungen. Die gleichen Bewegungen. So, ich sage aber trotzdem die Note. A, E, A, H, C, E, C, H, A, E, A. Es gibt auf A, dann gibt es auch auf F, F, C, F, G, A, C, A, G, F, C, F, C. Ein bisschen schneller. Und die letzte Lage. Ist auf C, wir sind jetzt in C-Dur, C, G, C, D, E, G, E, D, C, G, C, G. Bisschen schneller. Also, wenn du diese vier Lagen gut kennst, kannst du versuchen, das in den Noten zu spielen. Also, oder du machst es auswendig. In den Noten ist es ab Takt 25. Wir fangen mit einer Figur auf D. Also wir fangen mit D an. Schritt. Diese linke Hand sollte dann wirklich schnell gespielt sein. Dafür musst du wirklich diese zwei Takten als eine Einheit denken. Also eine Bewegung, eine runde Bewegung. Das ist das eine. Und beim Daumen Satz kannst du gerne ein bisschen fliegen. Also hier sollte man keine Bremse hören wegen dem. Also du musst nicht unbedingt ganz, ganz toll das mit den Tasten bieten. Es ist zwar nicht so schwer hier, weil es sind alles weiße Tasten, aber trotzdem kannst du ein bisschen drüber fliegen. Keine Bewegung nach links mit dem Handgelenk und noch weniger mit dem Ellbogen. Also du bleibst da gerade vor dem Klavier. Schon nimmst, so wie ich, kannst du erstmal
nur am Anfang das Pedal wechseln. Nachher mit der rechten Hand schaut es ein bisschen anders aus, aber wenn du jetzt schon das Pedal benutzt, nur ganz am Anfang, also jeden zweiten Takt, das erste D. So, und dasselbe bei A. Dasselbe bei F. Aber wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, ist es dann, glaube ich, kein Problem, das überall anzuwenden. Und natürlich alles verbinden ohne Pausen. Es gibt da keine Pausen bei zwischen jede Figur. Also D-Moll und gleich A-Moll. Wieder D-Moll. Du kannst es auch wirklich nur so spielen, dass du die letzten zwei Achtel von der Figur spielst und dann springst zum nächsten Grundton. Oder bei A zu D. Oder von A zum F. Ich liebe dieses Wechsel zwischen A-Moll und F-Dur. Und C-Dur. Üb das ganz viel. Nachher, das wird dann in einem späteren Tutorial kommen, wenn wir so weit sind, kommt die rechte Hand und da wirst du nur noch Zeit haben, den ersten Ton anzuschauen, weil wir werden beschäftigt sein mit der rechten Hand. Das heißt, du schaust dann nur noch den ersten Ton an. Dann läuft es mehr oder weniger automatisch bis zum nächsten Grundton. Also diese Figur solltest du quasi blind spielen können, außer natürlich die Sprünge, die kannst du natürlich noch anschauen, aber dazwischen muss es so geläufig werden, dass du die spielen kannst, ohne wirklich viel die Tasten anschauen zu müssen. So, also eine kleine oder größere Herausforderung. Mach das und gib mir Bescheid, wie es bei dir läuft. Tschüss.